Hallo und hallo, hier ist wieder euer Michael von der Bierkoch. Heute zeige ich euch mal, wie man eine Remouladensoße selber macht. Ja, für die Remouladensoße brauchen wir Mayonnaise natürlich. Dann bin ich immer der Meinung, heutzutage braucht man es nicht mehr ganz so fett. Deswegen strecke ich immer mit Joghurt. Dann kommen hinein Zwiebeln gehackte, Petersilie oder Schnittlauch oder beides, feine Gewürzgurken, auch gehackt und hartgekochtes Ei. In klassischen Rezepten findet ihr noch Sardellen drin und Kapern. Schmeckt auch sehr gut, ist aber nicht jedermanns Sache. So. Und Salz, Pfeffer natürlich brauchen wir auch noch. Ne? Zuerst würzen wir die Mayonnaise mit Salz und Pfeffer. Geben Joghurt mit hinein. Und einfach die gehackten bzw. gewürfelten Zutaten. Ist eine relativ schnelle Sache. Ich finde es sehr, sehr lecker. Sollte man wirklich mal probiert haben. Schmeckt ganz anders wie die gekauften Mayonnaise oder Remouladensoßen aus dem Glas. Ja, einfache Sache, auch gesund und lecker. Bon Appetit wünsche ich euch.